Ja. Ein bisschen Stroh natürlich auch noch rein. Also ein bisschen Platz haben wir gelassen. Und haben wir noch. Die Projektidee ist eigentlich aus 2005. Da haben wir uns entschieden, wir wollen hier das ökologische Zentrum erweitern und haben gesagt, ja, Strohballenbau, das wäre richtig. Wenn wir neu bauen auf diesen vorhandenen Flächen, soll das mit Stroh sein. Und insgesamt wollen wir Impulse setzen, dass nachhaltiges Bauen, aber eben auch Bauen mit Stroh richtig sich verbreitet. Die Idee von dem Gebäude hier ist, nachhaltiges Bauen zu zeigen mit Stroh und Holz. Und das eben bis zu fünfgeschossig. Das gab es und gibt es bisher so in dieser Form noch nicht. Wir haben dreigeschossig gebaut bisher in Deutschland, aber noch nicht fünfgeschossig. Die Vorarbeiten für das Projekt waren sehr aufwendig. Wir haben ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt gemacht, in dem wir ganz viele Brandtests gemacht haben. Also Probebauteile aus Stroh und Holz mit unterschiedlichen Lehm- und Kalkmischungen ausprobiert haben und Brandschutztests gemacht haben. Quasi gemessen, welche Temperatur durch den Kalkputz hindurch noch an dieser Stelle ankommt. Und es dürfen maximal 200 Grad sein, weil wir 200 Grad als Grenztemperatur der thermischen Zersetzung für das Stroh festgelegt haben. Eine spannende Erkenntnis ist eben, dass das mit Stroh geht, dass man eben das Stroh so verkleiden kann, dass es 60 Minuten überhaupt nicht mitwirkt, noch nicht mal braun wird, also sich noch nicht mal verfärbt. Hier konstruieren wir das gesamte Gebäude komplett in 3D, aber wirklich in jeden Einzelheiten, jede Bohrung, jeder Schlitz, jeder Sägeschnitt. Alles im Endeffekt, was später auch wirklich handwerklich umgesetzt werden muss, ist hier schon am Computer vorhanden. Das, was wir hier am Bildschirm erzeugen, können wir auch digital direkt an die Maschinen weitergeben. In der Abbundhalle ist es so, dass wir hier den Zuschnitt der Rohhölzer vornehmen. Das wird hier komplett computergesteuert ausgeführt. Da arbeitet der Universalfräser. Das ist ein Fräskopf mit einer Breite von 10 cm. Und der ist natürlich unschlagbar, also von der Geschwindigkeit einfach, von der Genauigkeit. In diesem Fall ist es besonders interessant eben mit den Zapfen. Mit diesen massiven Zapfen, die vertikale Lastübertragung herstellen, wird hier komplett vollautomatisch, also CNC gesteuert, bearbeitet. Wir legen die Wand, so wie sie später schon ist, in der gesamten Länge aus. Schon aber aus Einzelteilen, aber legen die in kompletter Länge aus, können dann die Maße kontrollieren. Passt das mit den Toleranzen? Müssen wir hier vielleicht irgendwo noch nacharbeiten? Und dann geht die Verladung auf den LKW und dann geht's nach Pferden. Strohballen hat eine hervorragende Klimabilanz, also wir brauchen ganz wenig Energie, um Stroh zum Baustoff zu machen. Das ist ein Nebenprodukt bei der Getreideernte. Wir haben ausreichend genug Stroh zur Verfügung und wir verdrängen nicht die Nahrungsmittelproduktion. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Faktor gewesen. Damit ist ja ökologisch gesehen unschlagbar. Jeder pflanzliche Dämmstoff, der extra hergestellt wird, hat schon viel, viel mehr Energie, enthält viel, viel mehr Energieaufwand, weil er extra hergestellt wird. Das Stroh fällt nebenbei an. Thank you.
Also wir verteilen nicht einfach nur die Masse auf der Fläche, sondern wir reiben den flüssigen Putz richtig rein ins Stroh. Und es ist natürlich einfacher, diesen Putz in das Stroh einzureiben, wenn das Holzbauelement liegt, als wenn man am Bauwerk dann in der Senkrechten diesen Putz einmassieren muss. Der Vorteil der Fortfertigung ist, dass wir einmal witterungsunabhängig sind. Wir haben die Zeit, die der Rohbau dann bewittert wird, sehr stark reduziert. Wir haben insgesamt auch dann einen schnelleren Bauablauf. Wir gebraucht etwa 8 Wochen, um den Rohbau zu erstellen. Das heißt, es ging dann doch relativ schnell voran. Wir haben einen guten Vergleich, dass wir alleine für das eine Geschoss Massivbau im Keller länger gebraucht haben als für die 5 Geschosse, die dann darauf in vorgefertigter Holz- und Strohballenbauweise errichtet wurden. Der spannende Ansatz sein, macht das nicht Sinn, zum Beispiel für Kindergärten oder Schulen, um auch jungen Menschen, die ja quasi aufwachsen, sehr früh auf sehr einfache Art und Weise mitzugeben, wie man auch ökologisch und nachhaltig bauen kann. Ich glaube, das kommt gut an, dafür wird es einen Markt geben und die Notwendigkeit dafür gibt es allemal. Das Besondere an dem Gebäude war, dass wir einen wesentlich dickeren Kalkputz brauchten als bei den bisherigen Gebäuden. Eben aufgrund des Brandschutzes sollte er mindestens 6 cm haben. Uns ist das direkte Verputzen vom Stroh sehr wichtig, weil das direkte Verputzen bewirkt, dass Feuchtigkeit, die sich auf der Außenseite der Strohdämmung ansammeln kann, von dem mineralischen Material, eben kapillar saugfähigen Material, abtransportiert wird. Und dafür dient eben der Kalkputz. Wir fanden das auch ein gutes Gestaltungsmittel, so eine homogene Fassade. Auch eine, wo man die Ecken schön ausrunden kann. Wir können auch mit Farbe frei gestalten. Und deswegen können wir auch sagen, das Projekt ist europaweit einzigartig, weil in dieser Art macht das sonst niemand für ein Gebäude mit 5 Geschossen.
Haus ist wunderbar geworden. Wir sind sehr stolz und sehr zufrieden, also sowohl mit der Qualität innen drin. Wir nutzen die Räume ja jetzt schon seit einigen Wochen, als auch mit der Optik. Die Besucher, die hierher kommen, sind eigentlich durchweg begeistert. Ich bin sehr angetan. Die Resonanz der Gäste, Besucher, die wirklich viel Lob haben für ja, das Norddeutsche Zentrum für nachhaltiges Bauen und begeistert sind davon, dass es hier sozusagen Fortschritt sichtbar ist, spürbar ist, anfassbar ist. Und ich hoffe jetzt, dass viele Menschen sich begeistern für nachhaltiges Bauen. Es ist so wunderschön, die Ausstellung zu sehen, weil man da wirklich feststellen kann, dass man Dinge anfassen kann, dass man Vorurteile, die man vielleicht gegen das ein oder andere Material hat, auch einfach sofort ausräumen kann. Also das ist so schön, es wirklich zu erleben. Wir haben hier im Gebäude zum einen die Ausstellung zum nachhaltigen Bauen, also die Ausstellung Nachhaltig Bauen erleben im Untergeschoss und im Erdgeschoss. Dort wird geguckt, wie wir wirklich erlebnisorientierte Menschen dazu bewegen können, selbst nachhaltige Baustoffe weiter einzusetzen, Gebäude zu sanieren. Vielleicht auch die etwas mutiger sind, auch zu neuen Bauweisen anzuregen. Das ist ein ganz wichtiger Baustein, diese Ausstellung. Mich hat erstmal überrascht, wie vielfältig die Ausstellung ist und durch die einzelnen Elemente, die man rausziehen kann, dass man immer wieder Vergleiche sehen kann. Altbausanierung, ich habe 3, 4, 5 Beispiele nebeneinander, kann gucken, was habe ich für ein Haus, wie könnte das dann werden. Man kann sehr viele Detailsachen besprechen, sehen, über die Gebäudehülle bis zur Anlagentechnik und auch zur Qualitätssicherung. Das ist einfach also für alle Sinne gedacht. Nicht nur, dass man jetzt einen Vortrag hört, sondern dass man rausziehen kann, man kann es anfassen und dann stehe ich hier drin und dann merke ich diese tolle Luftqualität. Ein weiterer besonderer Punkt in der Ausstellung ist, dass wir das, was wir tatsächlich für dieses Gebäude an Haustechnik eingebaut haben, auch zeigen. Also wir zeigen nicht nur ausgeschaltete Geräte, sondern eben tatsächlich in Betrieb befindliche, für dieses Gebäude eingesetzte Haustechnik. Insgesamt plus Energiestandard werden und wir werden den Passivhausstandard sehr, sehr gut erreichen. Wir liegen zurzeit bei unter 10 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das wäre umgerechnet weniger als 1 Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr. Wir werden am Ende mehr Energie am Gebäude erzeugen, als wir letzten Endes für Heizung und Warmwasserbereitung brauchen. Wichtig, nachhaltig zu bauen, weil Klimaschutz in aller Munde ist. Wir tun hier was für Klimaschutz und wir schaffen es damit vielleicht gemeinsam mit vielen, vielen anderen Akteuren, dass wir insgesamt eine zukunftsfähige Gesellschaft haben. Wir können nicht mehr einfach nur alles aus der Natur rausnehmen. Also dieses Wort Verbraucher, verbrauchen, alles irgendwie für uns nehmen und dann ist es weg. Das ist von gestern.